Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Ich möchte nicht allzu lange hier irgendwie rumfackeln. Ich habe jetzt schon ein, zwei Tage nichts hochgeladen. Das tut mir so leid. Ich war das Wochenende nicht da. Aber jetzt geht's los. Versprochen. Jetzt. Endlich. Los. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber ich hoffe, es passiert irgendwas Spannendes. Uff. Laufen ist nicht wirklich meine Stärke. Entschuldige. Puh. Zum Podium ist es nicht mehr weit, Yume. Lass uns deine Pokémon heilen. Wow, ich bin extra zum Heilen zurückgerannt und naja, egal. Ich habe immer noch ein paar Tränke geholt und Schutz vor allem. Ein Trainer ist auf seine Pokémon angewiesen, Je besser es ihnen geht, desto mehr Abenteuer kann er mit ihnen bestreiten. Okay. Hier in Canyon vom Pony muss es doch auch eine Prüfung geben, oder nicht? Vielleicht, gibt es jetzt eine Prüfung? Auf dem altertümlichen Steinmonument ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Vor dir liegt ein Ort der Prüfung. Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind, sich der den Herausforderungen der Prüfungsstätte zu stellen. Für dir der Mut, dem Herrscher dieser Stätte entgegenzutreten, sei so klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinem Pokémon zu vertrauen, so schreite fort. Eure Verbundenheit wird eure Stärke sein. Aha, es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend ein Ort der Prüfung. Möchtest du dich in der Prüfung versuchen? Na klar. Okay, die Prüfung beginnt. Die Prüfung am Canyon von Pony. Es erinnert mich an der Limas-Prüfung. Ein bisschen. Du spürst eine Präsenz. Etwas scheint dich zu beobachten. Oh, eine Katze? Nein! Oh mein Gott, ein Miniras! Drache gegen Drache. Das sollte interessant werden. Ja, da kann man Drache keine Drachen attacken. Oh nein, jetzt setzt Geduld ein. What? Ich habe ein wenig Angst. Guck, was passiert. Oh, wir haben es aus Versehen besucht. Na gut, kann ja mal passieren. Sollte ich Hans vorne lassen? Ich guck mal ganz kurz wegen den Leveln. Der Blick durchbohrt dich regelrecht. Oh oh. Ton weg? Oh, der Ton ist noch da. Ich war gerade ganz irritiert. Ich überlege, ob ich Anastasia an die Spitze stelle, weil hier scheint sie sehr gute Karten zu haben. Aber wir lassen es mal erstmal. Wir behalten erstmal Hans an der Spitze. Du findest die TM2 Drachenklaue. Interessant. Wisst ihr noch damals, als Aquaknochen eine TM war? In der ersten Generation? Das war Wahnsinn. Oh oh, ich glaube, das ist jetzt die Entwicklung. Oh yeah. Ein Mediras. Hallo Mediras. Gut, probieren wir es. Psychokinese sah gerade ganz gut aus. Wir machen einfach mal. Wow. Sehr effektiv. Sind die zufälligerweise vom Zwei-Typ-Kampf? Kann das sein? Ich kann da mal wieder mal ganz schlau nebenbei nachgucken. Mediras. Könnte vom Zwei-Typ-Kampf sein. Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nahe. Oh Gott. Mediras. Ist vom Zwei-Typ-Kampf, Tatsache. Gefunden schien ein Schatz zu sein. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Na klar. Hat jetzt ein bisschen was von Indiana Jones. Ich weiß nicht. Oh oh. Der. Oh oh.
Oh oh, das scheint das Herrscher-Pokémon zu sein. Okay, Randiras, der Herrscher, erscheint. Und wie es aussieht, ist er on fire. Und meine Frames sind es auch. Gut, Hans. Probier was zu regeln, ne? Kraut, okay. Gut. Schuppenese, da dürfte der ja auch ein Typkampf sein. Was? Schuppenrasseln. Das ist sehr effektiv. Ja klar, Drache gegen Drache ist ja effektiv. Mit Schuppenrasseln, was es anscheinend ist, eine Drachenattacke ist. Warum nicht, ne? Okay. Was nimmt man da am besten? Gegen ein Drachen-Pokémon? Na klar, ein Eis- oder ein Fee-Pokémon. Oder noch besser, ein Eisfee. Ein Eisfee. Wo ist Anastasia? Oh oh. Es kommen bestimmt Mitstreiter. Da ist einer. Medias. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir riskieren dann den Blizzard. Auf beide. Nein, Medias wird Attacke ab. Aber Grandiras nicht. Und Grandiras wurde mit einem Schlag besiegt. Wow. Oh. Anastasia hat den Volltreffer gelandet. Gelandet ist das richtige Wort. Danke, Anastasia. Autonomie. Mhm. Wir machen einfach nochmal, falls ein Mitschreiter ruft. Ah, okay, machen wir nicht. Oh, Anastasia holt ja einfach mal alles weg, ey. Oh. Perfekt. Das war's schon. Oh, wie sie guckt so. Oh, leicht. Das ist ja dann wieder voll am Abgehen hier. Ist ja schlimm. So. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canyons entschwunden. Oh yeah. Prüfung bestanden. Ich frage mich, ob wir das Spiel bis nächsten Freitag durchkriegen, weil dann Digimon rauskommt. Entschuldigung, ich bin unmöglich. Mal gucken. Du hast den Z-Kristall des Typs Drachen, auch Trachium Z genannt, an dich gerissen. An dich genommen natürlich. Und wieder eine Prüfung bestanden, aber du weißt ja, wer rastet, der rostet. Ich glaube, ich raste gern. Und ich roste auch gern. Trachium. Ich habe da, glaube ich, keine Drachenattacke gerade. Ich brauche aber gerade erstmal einen Belebär. Belebär. So. Hypertränkchen. So, damit Hans extra fit ist. Okay, Leute. Weiter geht's. Oder wartet mal. Gibt es vielleicht auch Items, die ich finden kann? Ich weiß, ich fange wieder damit an. Ich finde das voll irritierend, dass hier keine Musik kommt. Oder veränderte Musik. Ich glaube, wenn ich im Canyon nochmal rumlaufe, verändert sich die Musik einfach nur, ja. Springen wir uns auch ein bisschen ein. Weiter geht's. Ah. Sonnenkreis-Podium. Yumi! Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselwanderschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravour gemeistert. Ich hätte aber auch nichts anderes von dir erwartet, Yumi. Das ist die 7. Prüfung, die du im Laufe deiner Inselwanderschaft absolviert hast. Gratulation! Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Dein Kokowaya hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Ich pepple es mal eben wieder auf. Na toll. Gut. Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach was, ich bin mir sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet.
Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Mondflöte zugleich erklingen lassen. Komm, Yumi, gehen wir. Okay, dann fangen wir an, auch statt Gänsehaut. Am Ende dieser sehr langen Treppe wartet die Spitze des Podiums auf uns. Oh, Leute, jetzt geht's richtig ab. Jetzt muss ich einen Rückzieher machen. Aber nein, wir müssen los. Die Folge ist außerdem noch nicht vorbei. Wir reden nochmal ganz kurz. Komm, Yumi, gehen wir. Naja, ich gehe ja schon. Mann. Und nochmal hochlaufen. Sie wandert so beschwerlich. Dann rennen wir. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Könnte noch irgendwas Interessantes sein. Es ist aber nicht. Ich mach's mit allen Beatrixen immer spannender. So, jetzt aber. An diesem Ort kann man die Kraft der Sonne sehr deutlich spüren. Böckchen, bevor ich dich in deine Welt zurückschicke, muss ich Mutter zur Vernunft bringen. Ich will ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Auch wenn ich kein Trainer bin, sollte ich das schaffen. Die Mondflöte. Sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Probleme auf ihr spielen kann. Du musst da drüben stehen, Yumi. Okay, dann. Du und Lilly, ihr müsst gleichzeitig auf euren Flöten spielen. Briss. Ich weiß, ihr hasst mich, aber könnte ja doch irgendwas Spannendes sein. Da steht schon Lilly, da komme ich eh nicht vorbei. Gut. Okay. Ich glaube, Professor Eich würde sagen, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Okay. So, willst du auf der Sonnenflöte spielen? Na, Logo. Lass uns warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Es geht dir gut. Ich bin da so froh. Ich bin vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist. Oh mein Gott. Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöte dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu diesem legendären Pokémon entwickeln würdest? Lilia.
Davon stand nichts in allen Büchern, in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Solgaleo? Ich meine, Wölkchen, bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen. Ah, Leona. Ultradimension. Wow, das sieht echt abgespaced aus. Ich bin überrascht, wie schön es hier ist. Aber die Luft ist ziemlich dickig. Das Atmen fällt ein wenig schwer. Ich frage mich, ob Ultrabestien wirklich Pokémon sind. Wenn ja, sollten wir sie dann überhaupt Ultrabestien nennen? Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wir müssen weiter. Was hast du denn? Du willst also hier bleiben? La Leona! Vielen Dank, dass du mich hierher in diese Welt gebracht hast, Wölkchen. Ab hier übernehme ich. La Leona! In die eigene Welt zurückkehren? Nein. Da vorne ist eine Ultrabestie. Und da ist Bromley. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe vor nichts und niemanden Angst. Aber alles und Täter hat Panik von mir. Achso. Oh Gott. Und ich verrate euch jetzt mal was. Also sperrt besser die Lauscher auf. Ihr seid wirklich selten dämlich. Was? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt hergekommen seid. Aber tja, ihr seid nun mal hier. In dieser trostlosen fremden Welt wimmelt es nur so von diesen Ultrabestien. Ich habe versucht, mir eins von diesen Dingern zu schnappen. Aber ehe ich mich versah, hatte sich das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, war schwer zu erklären. Es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht. Als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bei Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was war hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der vor nichts und niemanden Angst hat. Mit Samantha ist das Gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existiert nur noch ihre wunderschöne Ultrabestie. Worte erreichen sie nicht. Gefühle prallen an ihr ab. Nichts dringt mehr zu ihr durch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Echt cool aus hier. Wow. Gut, meine Freunde.
Oh Gott, ist sie da vorne? Ich weiß es nicht. Ich sag jedenfalls mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, die Let's Play Pokémon Sonne. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Das sieht auf jeden Fall sehr abgespaced hier aus. Mir gefällt's. Mir gefällt's sehr. Ah ne, hier, da ist noch eine. Also hier sind ganz viele. Okay, gut. Also Ultra-Bestien. Egal. Okay, gut, dann ciao.